Levallois. Und wahrscheinlich wird er einmal in die Fußstapfen dieses Mannes treten. Jacques Sacretin, der 39-jährige Tischtennis-Zauberer. Immer noch ein klasse Mann, gut genug, gegen Jülich immerhin Milan Orlovsky zu bezwingen. Und das ist Lo Chen-Tsung. Vor 3 Jahren Weltmeisterschaftsdritter, ein Hongkong-Chinese, ein raffinierter Spieler mit hervorragendem Ballgefühl. Und das bekam Hajo Nolten, der 28-jährige Jülicher, zu spüren. Gegen den Chinesen, der zwischendurch immer wieder den Schläger dreht, mit verschiedenen Belägen spielt, hatte Hajo Nolten nicht die Spur einer Chance, nur sporadisch kam er zu Punktgewinnen. Zu diesem Zeitpunkt stand es schon 2:0 für die Franzosen. Der junge Hans-Jürgen Fischer war gegen Gassien ohne Chance und Orlovsky hatte knapp gegen Sacretin den Kürzeren gezogen. Eine Niederlage Noltens würde die Jülicher schon fast aussichtslos zurückwerfen. Nolten fand gegen Lo Chen-Tsung nie seinen Rhythmus. Auch das rhythmische Klatschen der 700 oder 800 Fans in Jülich vermochte daran nichts zu ändern. Alle. 15:19. Alle. 5 Matchbälle für Lo Chen-Tsung, der sicherlich zur erweiterten Weltklasse zu zählen ist. Ein 24-jähriger Mann mit einer glänzenden Vorhand macht er hier den Schlusspunkt. Nicht zuletzt dank dieses exzellenten Könners kann man die Franzosen als absolute europäische Spitzenmannschaft bezeichnen. Jülich hatte ja einmal vor 4 Jahren den Europapokal der Landesmeister für sich entschieden. Ja, und nun Gassien gegen Orlovsky. Dritter Satz. Und der tschechoslowakische Ex-Europameister, der seit Jahren in der Bundesliga spielt, 35 Jahre alt ist, er hatte sich auch durch die Niederlage gegen Sacretin nicht beirren lassen. Weiterhin ist er ein unbeugsamer Angreifer und Kämpfer. Orlovskys Rückhand, seit vielen Jahren ein Gütezeichen im europäischen Tischtennis. Und nach zwischenzeitlichen Rückständen hat er nun eine 18:16 Führung im dritten Satz gegen Gassien erobert. Es war klar, wer hier mehr Druck entwickeln konnte, wer die Initiative übernahm, dem würden am Ende Vorteile erwachsen. Aufschlagwechsel, 16:19 gegen Gassien, der einen hervorragenden Aufschlag besitzt und sofort dann mit der Vorhand hinterher steigt. 17:19. Glück für Orlovsky. Da hat er den Franzosen auf dem falschen Fuß erwischt. 17:20, 3 Matchbälle für den 35-jährigen Mann, der aus Bratislava kommt. Und wieder die Vorhand von Gassien mit seiner stärksten Waffe. Und da ist der Matchball für Orlovsky, der damit die Jülicher auf 1:3 heranbringen konnte. Aber das war nur ein Strohfeuer, denn so gar keine Chance hatte dann Nolten gegen Jacques Sacretin. Maître Jacques hier in einer Zeitlupenstudie spielte locker auf und Nolten viel zu überhastet in seinen Aktionen, zum Schluss auch gegen diesen Künstler entnervt, gab nachher nahezu kampflos das Spiel verloren. 5:1 Sieg also für die französische Mannschaft von Levallois. Peter Stellwag, der schon sein erstes Einzel gewonnen hatte gegen Paul Haldan, einen gebürtigen Rumänen, der bei den Europameisterschaften in Paris unter die letzten 8 gekommen war, im 4. Spiel. Insgesamt steht es 3:1 für Reutlingen.
Das Schlüsselspiel in seiner entscheidenden Phase des ersten Satzes, 24 zu 23 für Stellwag. Elegant beendet der 31-Jährige den Satz und gewinnt auch das Spiel. Der zweimalige Weltmeister Guo konnte beim Gesamtstand von 4 zu 2 alles klarmachen. Anfangs der Saison nach Reutlingen gekommen, hat er sich trotz kleiner Frühlingsrollen im Hüftbereich sehr gut eingespielt. Auch er muss gegen Paul Haldan antreten, doch achten Sie allein mal auf diese Angabe. Raunen im Publikum, Staunen bei Haldan, der den zweiten Satz entnervt mit 21 zu 8 verliert. Reutlingen damit nach dem 5 zu 2 Sieg gegen Eindhoven im Finale gegen Laval. Bei uns noch nicht passiert, ja. Der Schlimmste. Die neue Bälle, sind das schon, die haben eine ganz andere Farbe. Sind die ganz neu, darf man sehen? Ja, sind ganz neu. Ist das besser als weiß? Gehen wir mal rüber. Ich glaube, für einen Fernsehzuschauer ist es einfacher zu erkennen, den Ball, weil er ist jetzt ziemlich schnell geworden mit der Zeit und jetzt mit der Farbe ist es einfacher zu erkennen.